Hallo? Hallo? Hört man mich? Ja, ich denke einfach mal ja. Wir spielen heute Minecraft Mark alleine, denn ich bin zu spät aufgestanden und dann habe ich noch eine Runde LOL gespielt, weil ich gedacht habe, Zombie hat eh schon aufgenommen und deswegen spielen wir heute allein, aber das ist ja auch vollkommen egal. Wir haben heute etwas Tolles bekommen. Zombie hat mich vorhin angeschrieben, dass er mir ein Geschenk gemacht hat und ich habe keine Ahnung, was es ist, deswegen schauen wir danach erstmal. Ich denke mal, es wird hier irgendwo sein. Erstmal müssen wir den täglichen Lag abwarten und diese Karte irgendwie ausblenden. Ich habe im Singleplayer was rumprobiert und habe dann festgestellt, dass ich diese Karte habe, aber keine Ahnung, warum ich sie habe. Und ich würde gerne diese Karte da oben loswerden. Ach so, hallo. Early Boy ist auch gerade da. J ist die Taste für das. Und da kann man das bestimmt irgendwie einstellen. Options. Minimap. Ach egal, schauen wir erstmal nach dem Geschenk. Wir ignorieren erstmal die Minimap da oben. Hier. Filmorder, du nutzt deine Spiralkraft. Oh, was? Rank 6. Oh, das ist ziemlich cool, muss ich gerade sagen. Wie ziehe ich die auf? Ziehe ich die hier irgendwo an? Nein! Das ist die Brille aus Gurren Lagann Anime, den Wintercracker Zombie und ich zusammen angeguckt haben. Und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und dann noch ganz viel Fleisch. Genau, wir können zu unserer Killermaschine mal schauen, wie viel Leder wir mittlerweile haben. Weil eigentlich müsste das ja, wie geahnt, recht voll sein. Und warum sind die Leben dafür? Arbeitet die Maschine nicht mehr, weil weil die Kiste hier voll ist? Hört die dann auf zu arbeiten? Oh, die hört dann tatsächlich auf zu arbeiten. Das ist ja interessant. Da müssen wir, oh Gott, auf jeden Fall diese Maschine irgendwann mal stoppen, ausnahmsweise. Wie viele Items wir da einfach haben und unser Lagersystem starten. Auf jeden Fall müssen wir diese Folge mehr Eisen holen, das habe ich ja schon gesagt. Hier, das ist natürlich immer noch voll, der Labertank. Können auch mal auf, in die Helle, in die Helle gucken. Wir gucken in die Helle, um mal zu schauen, was es da ist. Auf jeden Fall, die Brille ist cool. Dankeschön. Das ist sehr cool. Okay, dann haben wir hier wahrscheinlich auch noch ganz viel Fleisch drin. Nein. Aber, nee, da drin müsste das Fleisch sein. Genau, da haben wir richtig viel Fleisch drin. Füllen wir das auch mal wieder auf. So. Noch mehr Fleisch können wir direkt wieder reinlegen zum Braten. Und das Fleisch machen wir jetzt. Ich weiß nicht wohin. Maus? Maus? Ach nee, ist meine Maus wieder überhitzt. Bin gerade eben erst nach Hause zurückgekommen, also kann sie nicht überhitzt sein. Na, meine Maus überhitzt auch nicht wirklich. Sie hat nur irgendwelche Probleme, die ich nicht ganz verstehe. Und deswegen sage ich immer, sie überhitzt, weil das klingt cooler als sie hat Probleme. Okay, das Fleisch können wir mitnehmen. Dann haben wir was zu essen. Wir können uns noch ganz viele Taschen machen durch diese ganzen Strings, die wir bekommen durch unsere Maschine. So, was haben wir denn hier noch? Dann muss ich auf jeden Fall, wenn wir Eisen sammeln gehen, auch die gute Spitzhacke mitnehmen. Denn die gute Spitzhacke, hat auch andere Vorteile. Dann nehmen wir noch das Looting-Schwert mit. Allerdings darf ich nicht mehr die kleinen wackelnden Endermänner anschlagen, weil die töten mich. Und dann muss ich noch ansonsten normale Spitzhacken, in Anführungsstrichen normale, mitnehmen. Unverzauberte. Beziehungsweise ich kann auch einfach mal ein Level draufhauen. Das sollte auch kein Problem sein. Wo haben wir denn solche Kristalle? Sind die hier drüben? Ja, hier haben wir welche. Wo haben wir Holz? Holz habe ich letztes Mal stibitzt, oder? Stibitzt und in irgendeinen hier da reingemacht. Die Map muss unbedingt weg. Ich schaue gleich, wie. So. Wie viel Schaden macht das Schwert? 6. Und das macht 7. Heißt, wir machen uns auch noch so ein Schwert. Weil das ist, denke ich, ganz gut. So. Da, da. Dann können wir hier die da wieder zurücklegen. Haben ein bisschen Holz auch noch dabei. Das ist auch sehr gut. Und jetzt Karte. LKIK. Nee, I ist Inventar. K ist Inventar? Hä, wie kam ich gerade ins Inventar? Mit O. Mit U komme ich ins Inventar. Wie geht diese blöde Karte weg? Warte, ich muss mich auch mal mit der Brille angucken. Mit F1 geht sie weg. Irgendwie sitzt sie nicht ganz auf meinen Augen. Durch meine merkwürdigen Augen bei diesem Skin. Nee, die ist ja recht tief, muss ich sagen, die Brille. Behalten wir auf jeden Fall erstmal. Orange Hold Shift. Ein Amulett-Slot habe ich, ja. Was kann die? Press B to. Was? Nee, B ist da was anderes. Was ist das? Nee. Was kann die? Die kann doch irgendwas, habe ich gerade eben gelesen.
Baubles Menü. Ich muss die Taste umlegen. Controls. Configurate. Nee, Options, Controls, war das nicht hier? Alle. Und dann irgendwas, wo B normalerweise der Standard ist. Baubles Inventory. Dann legen wir das auf Ü. Nee, Ü, das ist... Egal, wir haben es auf Ü gelegt, auch wenn das Semikolon steht. Ach, und dann... Ach, dann öffne ich es einfach hier. Semikolon unter oben, Baubles Menü. Ja, habe ich. Öffne ich einfach die ganze Zeit hin und her. Okay. Und die Map ist immer noch da. J, das muss doch irgendwo unter J sein. Diese Einstellung Tag, Nacht. Nee. Waypoints, UI-Themen, Options. Minimap, Advanced Options. Okay, wir spielen größtenteils heute in der Folge in R5. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Taste es ist. Allerdings möchte ich jetzt nicht ewig suchen und jetzt gehen wir endlich Eisen suchen. Und dafür gehen wir natürlich... Ach so, ich habe es nicht gesehen, weil ich im F1-Modus bin. Liege ich da richtig? Schlucht. Ja, im F1-Modus sieht man das nicht. Ich habe schon gedacht, das Buch wäre kaputt. Da hatte ich Sorgen. Und die Map lädt erst Ewigkeiten, bevor sie da ist. Ich möchte hier nicht sein. Ich möchte nicht im F1-Modus sein. Steht da irgendwas dabei? Welche Taste war denn Minimap ranzoom? Z? Hier irgendwo was? Random Color, nein. Cancel. Waypoints. Da oben kann ich irgendwas machen. M. Probier jetzt einfach nochmal alle Tasten durch. Hier ist natürlich Inventar. R ist keine Ahnung was. Damit öffne ich den Chat. Gleich habe ich echt alle Tasten durch. Da haben wir das, da öffnen wir das, da. Ah, da bin ich wieder im Chat. Irgendwas habe ich ja in der Mini-Web gerade irgendwo verändert. Da bin ich wieder im Chat. Damit zoome ich ran. Ach, wie gesagt, wir machen das nächste Folge. Bleiben wir halt im F1-Modus. Und wenn wir Eisen sehen, dann machen wir das schon. So, okay. Jetzt habe ich nur Angst, dass ich die ganze Zeit gegen Monster kämpfen muss. Und im F1-Modus ist es nicht ganz so praktisch. Auch Sachen abbauen ist im F1-Modus überhaupt nicht praktisch. Aber das wird schon alles. Das wird schon. Die Minimap ist böse. Ich habe gedacht, nach dem Neustarten ist sie einfach weg, weil die hatte ich halt gestern plötzlich. Aber egal. Ich meine, so ist es auch irgendwie schöner. So ist Minikraft doch hübsch. Hübsch ist Minikraft. So, dann bauen wir erstmal unser erstes Quarz ab. Das brauchen wir ja immer noch. Ach genau, nach den Kristallen, die gewachsen sind, könnte ich mal schauen. Oh Gott, kriegen wir da viele. Kriegen wir da viele. Junge. Ach man, ich hätte gern... Wir müssen ja Schwierigkeiten haben. So, da ist ein Creeper, den kann ich nicht bekämpfen, weil ich im F1-Modus bin. Deswegen weichen wir dem aus, indem wir ihn wieder entgegenrennen. Gut gemacht, Maudado. Okay, und dann gehen wir hier hin. Und dann finden wir irgendwann, wenn wir weiter hinten sind, Eisen. Ganz viel Eisen. Unendlich viel Eisen. Okay, hier war ich schon mal. Da war ich auch schon mal, offensichtlich. Wo ging es hier weiter? Hier ging es irgendwo weiter. Komme ich da gerade her? Ja, da ist der Creeper. Wo ging es hier weiter? Ich brauche Eisen. Ich sehe schon, in dieser Folge werde ich nicht mehr zurückkommen. Und ich hätte einen Wegpunkt setzen müssen am Ausgang. Das ist der erste große Fehler, den ich begangen habe. Keinen Wegpunkt zu setzen. Ist mein Schwert auf der 1? Ich muss kurz gucken. Ja, mein Schwert ist auf der 1, damit ich immer weiß, wo ich mich wehren muss. Mit welcher Taste? Mit der 1. 1. Okay. Ja, das ist natürlich eine Challenge, die wir hier gerade haben. Ja, den Creeper will ich ehrlich gesagt nicht bekämpfen. Und auf der 3 ist die normale Spitzhacke. Die ohne Glück, dass wir die nicht verschwenden. Kommen wir uns mal hier rüber. Dann kommen wir leicht an das Eisen ran. Wir brauchen ja ganz viel Eisen. Ich meine, ich bin einmal gestorben. Damit ist mal wieder Marktzeit. Ich will gar nicht wissen, wie viel Eisen ich doch schon durch Sterben verbraucht habe. Habe ich da gerade einen Creeper gehört? Ach, der ertrinkt gerade. Also das sehe ich ja eigentlich recht positiv, muss ich sagen. Ertrinkende Creeper finde ich eigentlich toll. So, Glücksspitzhacke für die Kohle.
Wir müssen, ja, wir brauchen für ganz viele Zeug ja immer Kohlestaub, deswegen ist es, denke ich, ganz sinnvoll, wenn wir viel Kohle haben. Da habe ich eine Fledermaus, von der kann man aber allerdings nichts bekommen, meines Wissens. Oh, wir brauchen ja auch noch, für irgendwas brauchen wir noch einen Enderman-Kopf, genau, für die Ender-Query. Aber ich habe ja das Schwert dabei. Wenn wir normale Enderman finden, dann können wir uns mit denen anlegen. Gott sei Dank habe ich noch Sound, aber keine Lebensanzeige. So, und Gott sei Dank habe ich jetzt auch mal geguckt, denn ich hatte auch Hunger. Ich wäre hier noch verhungert. So, F1 wieder. Geht's da weiter? War ich da schon mal? Auf der 3 ist die normale Spitzhacke. Schwert. Und das schönes Eisen. So. Haben wir davon auch was? Wie viel haben wir mittlerweile? Erst 9 Erze heißt nicht so viel. Wie viel hat man gebraucht für einen Eisengolem? 36? Ich weiß es gar nicht. Waren es 36? Oder waren... Ach, sagen wir einfach, wir brauchen 20 Eisenerz auf jeden Fall. Sind wir auf jeden Fall gut dabei. Muss ich das Richtige? Ja. Ach komm, wisst ihr was? Wir zoomen hier raus, machen F3 aus und dann klebt es halt da. Kann ich meinen Hut einfach kleiner machen und dann ist es richtig klein? Ich weiß es nicht. Da steht nicht mal, es könnte doch eine Taste dabei stehen. Es könnte doch eine Taste dabei stehen. Ich würde auch die Aufnahme gerne pausieren und dann weitermachen. Später, aber ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, ob man am Stück aufnehmen muss. Ich nehme es einfach mal an. Nee, wahrscheinlich darf man einfach machen, was man will. Okay, dann brauche ich wieder das Interface. Da fühle ich mich sonst unsicher. Da waren wieder Dings an der Decke. So. Das muss auch noch weg. Perfekt. Und dann holen wir uns das Eisen da drüben. Ich meine, ihr müsst auch mal mit dem schwarzen Inventar leben. Jetzt dürft ihr damit leben. Toll, oder? Und so ein Blumen. Ich weiß nicht, was für Blumen Zombie braucht für sein Unternehmen. Aber da unten ist noch ein Enderman. Den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Also töten meine ich mitnehmen. Denn so ein Enderman-Kopf hätte ich echt gerne. Man braucht mir auch nur einen. So. War da? Da rechts war noch Eisen und hier oben. Okay, hier bekommen wir auf jeden Fall richtig viel. Ich kann ja direkt noch genügend Eisen da mitnehmen, dass wir uns auch dass wir uns dann auch noch die Eisengolems direkt bauen können für nächste Woche, beziehungsweise wir brauchen ja eigentlich nur noch ein Quarry. Und davor sind wir auch ganz kurz eigentlich. Wir brauchen diesen dimensionalen Transceiver, dass wir die Ender Quarry einfach in eine andere Dimension, in irgendeine gute Buchwelt stellen können. Und die Quarry. Und das war es eigentlich schon. Also zwei dimensionale Transceiver und eine Quarry. Und dann haben wir eigentlich unendlich Ressourcen so gesehen. Müssen wir immer mal wieder die Quarry umstellen oder das war's. Oh, da darf ich nicht runterfallen. Das wäre nicht gut, Maudado. So. F1 mal wieder, weil... Ich muss schon sagen, das gefällt mir hier nicht so. Ja. Dahin auf die 3. Da drüben wäre Eisen. Graben wir uns rüber. So. Okay. Oh, das ist sehr gut. Da hatten wir noch mehr Eisen drin. Und nochmal so viel Eisen. Ich glaube, das beeinflusst das ja nicht. Nee, man bekommt immer 3 raus, aber trotzdem. So. F1. Beziehungsweise auf welcher Taste sind die hier? Genau da. Können wir das auch noch machen. Hä? Ach, meine Maus hat wieder rumgesponnen. Das ist natürlich richtig gut. Auf der 4? Was auf der 4? Ach, auf welcher? Auf der da. Lassen wir das einfach da. Ach, ich bin ein richtig... Jemand, der es richtig kompliziert macht. Ist hier irgendwo Eisen? Ich sehe keins. Aber da hinten geht es, glaube ich, weiter.
geht's hier weiter. Ich will nicht in die Lava fallen. Weil ich glaube, in der Lava verliert man trotz allem immer alles. Und alles verlieren, davon bin ich jetzt nicht so der Fan. Gibt's irgendwas, womit man sich einfach zu einer bestimmten Position zurückporten kann? Es gab doch irgendwas im Twilight Forest. Irgendwie so ein Pergament, oder? Zum Homepunkt. Das wäre eigentlich noch ganz praktisch. Dass man noch solches Einwegseiten quasi für den Hub hätte. Oder halt einfach für unsere Basis, eins von beiden. Ah, da geht's glaube ich nicht weiter, okay. Haben auch hier noch ein bisschen Kohle mitgenommen, das ist auch ganz gut. 41 Eisen sind eigentlich auch schon recht viel. F1, nehmen wir wieder unsere Blöcke her. Ist mir das Ganze zu riskant. So. Da haben wir nichts, aber da oben. Ne, da kommen wir her. Dann laufen wir ein bisschen noch in die andere Richtung von der Schlucht. Da haben wir noch gar nicht geschaut. Wo? F1. Wo ist es? Wo ist das Skelett? Von wo wurde ich angeschossen? Warum habe ich keine Blöcke mehr? Das ist noch eine andere gute Frage. Warum habe ich nur noch 9 Gravel? Upp. Wo war das Skelett? Ich weiß, dass du existierst. Du hast mich hier angeschossen. Hä? Von da drüben? Oh, ich lebe hier am Limit. Ich sehe es. Habe ich einen Bogen? Natürlich nicht. Wisst ihr was? Wir gehen einfach da nach oben. Da hat sich ja irgendwie so eine Mine weitergeführt. Gehen wir einfach da weiter, anstatt jetzt hier zu riskieren, am Skelett zu sterben. Okay, da ist die Lava. Da wollen wir dran vorbei. Noch ein bisschen in die Richtung. Oh, das Eisen. Das ist sehr schön. Deswegen sind wir eigentlich hier. Wegen dem Eisen. Da sollten wir uns auch drauf fokussieren. So, und dann weiter da nach drüben. Genau. Da ging es nämlich weiter. Ging der Schacht weiter. Da oben haben wir die... Sind es Emeralds? Nee. Ich weiß, dass es auch Emerald-Quellen gibt, aber anscheinend nicht hier. Oh, das war, glaube ich, nicht so schlau. Aber ich muss hier ja auch irgendwann wieder raus, fällt mir gerade auf. Ich habe keine Ahnung, wie ich zurückfinden werde. Ich habe vor allem auch keinen Homepunkt mehr. Da werde ich einen Zombie nächste Folge mit den Koordinaten brauchen für den Homepunkt. Aber dafür... Habe ich jetzt schon, Bay. Oder stand die ganze Zeit eigentlich in der Minimap? Dann könnte ich es auch so in der nächsten Folge rausfinden. Indem ich einfach in meine Folgeaufnahme schaue. Okay, wie lange nehmen wir schon auf? 17 Minuten. Hier geht es nicht weiter. Das ist eigentlich schlecht. Dann versuchen wir einfach mal den Weg halbwegs zurückzufinden. Wie viel habe ich denn? 47 Eisen, Erz. Das reicht eigentlich vorerst für das, was ich machen muss. Und sobald wir das fertig haben... Aber ja generell keine Probleme mehr in der Theorie. In der Praxis wahrscheinlich trotzdem, aber die Praxis, die kann man ja meistens danach und deswegen, ach, ich hätte gerne den Kopf gehabt. Ich muss eigentlich viel mehr von diesem, mit diesem Schwert töten. Ach, diese Map da oben. Ich versuch's nochmal unter J. Hier ist wahrscheinlich einfach irgendwo irgendwas. Optionen. Waypoints, Webmap. Was ist die Webmap? Nee, ich will sie ja nicht. Fullscreen-Map. Nee. Minimap Preset 1. Enable Minimap. Enable Minimap. Oh, sie ist weg. Ich habe jetzt fehlt mir natürlich auch die ganz kleine, aber wir haben immerhin gar keine mehr. Jetzt ist sie nicht mehr im Weg. Jetzt habe ich es geschafft. Ich hätte es vielleicht durchlesen können, aber vorhin waren es einfach so viele Punkte, da hatte ich keine Lust, alles durchzulesen. Hab's auch später verschoben. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon ganz viele Kommentare, wo ich das deaktiviere. Okay, der Fall da nach unten wäre nicht so schlimm gewesen, aber trotzdem. Keine Risiken eingehen, keine unnötigen Risiken, Maudado. Oh Gott, wie viel wir da rausbekommen müssen. In dieser Spitzhacke. So viel Kohle. Ohne Kohle könnte ich mir ja nichts holen. Ach, Maudado. Du. Scherzkeks. Du Witzbold. Ach, da kommen wir wieder raus. Ohne diese Map habe ich auch direkt wieder Lust weiter zu minen, muss ich gerade sagen. Weil die hat mich echt gestört. So, mehr davon. Ist immer gut. Leckt ein bisschen der Server. Aber egal.
So. Ja gut, dann würde ich sagen, trotz allem kenne ich den Weg nach draußen nicht. Doch, der war doch hier irgendwo. Da ist diese Werkbank, an die ich mich gar nicht erinnere, dass sie da war. Und hier geht's dann nach oben, nach draußen. Dann sind wir wieder zu Hause. Sehr schön, dann haben wir sogar noch nach Hause gefunden. Da ist sogar ein Home. Nee, tot. Ach, ich habe gedacht, da geht's nach Hause. Dabei bin ich dann nur gestorben. So. Ja, hier bin ich richtig. Sehr schön. Haben wir wieder nach Hause gefunden, das ist doch toll. Zack. Und rechtsklick, linksklick, linksklick. Und da haben wir auch die 20 Minuten erreicht. Dann würde ich sagen, war das doch eine erfolgreiche Folge. Wir haben ganz viel Eisen bekommen, den wir gleich makurinisieren werden, beziehungsweise Sackmillen. Hallo, Server? Ich würde den gerne noch Sackmillen. Bitte. Bitte, Server. Okay, da habe ich schon mal Erfahrung bekommen. Was ist denn los? So, das kann da raus. Das ist schon fertig. Und dann machen wir hier das. So, hier die Hälfte und da die Hälfte. Und dann nächste Folge ist fertig. Dann können wir es braten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.